Hallo liebe Freunde, wie cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich total. Mein Name ist Norbert. Wie ihr seht, ich bin im Garten. Der Garten ist was so Cooles, denn da kann man richtig leckere, frische Superhelden Obst und Gemüse anbauen und ernten und so weiter. Aber damit das auch alles gut wachsen kann, muss man auch ein bisschen arbeiten im Garten. Von alleine passiert das leider nicht. Und damit wir Superheldenkräfte kriegen durch das ganze Obst und Gemüse im Garten, werden wir uns heute ein bisschen fit für den Garten machen, alles klar? Also, wir machen einen Garten-Workout und ihr braucht gar nichts, außer ein bisschen Platz um euch rum tatsächlich heute, weil wir machen heute ein paar Schritte nach links und nach rechts, ein bisschen Ausdauer-Workout, ein bisschen Kräftigung. Ihr müsst einfach nur das nachmachen, was ich mache, und wenn ihr nicht immer mitkommt, ist das gar nicht schlimm. Macht einfach weiter und versucht reinzukommen. Das ist das Wichtigste. Niemals aufgeben, okay, Freunde? Ich würde jetzt sagen, wir legen einfach los. Auf die Plätze, fertig, ab in den Garten zum Gartenworkout. Alles klar, Freunde, wir gehen los. Wir marschieren erstmal in den Garten. Schubkarre dabei, alles dabei. Wir gehen erstmal los und genießen die Luft im Garten. Atmen tief in den Bauch ein und machen so einen Kreis mit den Armen. Und wieder aus. Und ein. Und aus. Und ein und aus. Ihr macht das super. Einer noch. Okay. Okay, Freunde. Als allererstes müssen wir den Boden im Garten ein bisschen auflockern, okay? Der ist ganz fest geworden und wir hacken den jetzt auf. Dazu nehmen wir eine Hacke in die Hand und wir hacken erstmal langsam von rechts nach links. Feste, feste. Und wir gehen so mit den Beinen tief. Guckt mal, wie ich mit den Knien mache. Wir gehen von links nach rechts. Zack, 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 zack und zurück. Das geht jetzt schneller. Bam, 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 bam. Genau, von links nach rechts mit den Armen von der Seite zur anderen Seite. Und die Arme hacken. Fest auf den Boden. Der Boden muss locker werden. Machen wir noch 8 Takte. 7, 6, Popo schön tief. 5, noch 4, noch 3, 2, 1, sehr gut, okay. Geht mal auf die Stelle wieder. Jetzt haben wir das aufgehakt, jetzt muss das ein bisschen fein gehakt werden und die Erde verteilt werden. Dazu nehmen wir wieder was in die Hand und schieben das von links nach rechts, okay? Nehmen jetzt die Hake und gehen nach links. Nach links und zur anderen Seite. Andere Seite schön feste mit den Armen. Wir machen das jetzt gleich was schneller. Achtung, noch zweimal langsam. Die Arme von links nach rechts. Schön den Dreck verteilen, noch einmal langsam. Und dann geht's schneller gleich, okay? Doppelt so schnell jetzt. Von links nach rechts. Die Arme mitnehmen. Zack, zack. Schön den Dreck verteilen. Beine immer wie ich zusammen. Von links nach rechts. Die letzte Runde. Okay, wir gehen. Auf der Stelle weitergehen. Niemals aufhören zu bewegen. Immer weitergehen. Wir gehen wieder eine Runde durch den Garten. Und jetzt gleich müssen wir was einsäen. Der Boden ist jetzt schön locker, okay? Und jetzt säen wir gleich was in den Boden. Und ihr guckt mal bitte auf meine Beine, wie ich mache. Wir stellen uns auf ein Bein. Und jetzt säen wir daneben. Und wir beugen uns so runter, dass wir das eine Bein hinter das andere tun. Gehen tief und hoch. Jetzt auf der anderen Seite säen wir auch was ein. Bein geht hier hinter und hoch. Andere Seite wieder. Hinter. Und hoch. Das ist ein bisschen Gleichgewicht halten. Und hoch. Andere Seite tief. Wir machen es noch 4-mal langsam, Freunde. Tief. Und hoch. Jetzt bin ich auf den Boden gekommen. Wir halten aber das Bein in der Luft. Seht ihr, jedem kann das passieren. Hauptsache, wir geben nicht auf und tun die Saatkörner in den Boden. Und jetzt wird es schneller, Freunde. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief. Schön das Bein hinter euer stehendes Bein. Zack. Und den Boden berühren mit dem Finger.
Machen wir noch 8-mal mehr. 8. Nicht aufgeben. 7. 6. Ihr könnt mitzählen. 5. 4. 3. 2. 1. Super, wir gehen. Auf der Stelle weitergehen. Durch den Garten. Sehr gut. Jetzt sind unsere Saatkörner im Boden. Die können jetzt säen. Die Gurken, Tomaten, Möhren, was auch immer wir gesät haben. Und jetzt können wir den Apfelbaum ernten, Freunde. Okay, wir werden jetzt Äpfel pflücken. Und dazu gehen wir auf die Zehenspitzen mit den Armen nach oben. Hoch. Andere Seite hoch. Und hoch. Sehr gut. Wir ernten die Äpfel, wo wir mit den Armen drankommen. Immer auf die Zehenspitzen. Bisschen Federn in den Beinen und nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Und das geht jetzt gleich schneller. Los geht's. Hoch. Hoch. Oben. Immer ein bisschen Federn in den Beinen und nach oben. Die Arme strecken. Und die Äpfel pflücken. Richtig leckere, rote, saftige Äpfel vom Baum in unserem Garten. Yes! Holt die Äpfel runter. Super. Nicht aufhören. Weitermachen. Schön Federn in den Beinen, damit das ganz cool ist. Für unsere Beine. Hoch. Hoch. Und wir gehen. Gehen. Sehr schön, Freunde. Das Problem ist, oben in dem Baum sind noch ein paar Äpfel, da sind wir nicht dran gekommen und wir haben die Leiter vergessen. Wir springen jetzt. Wir gehen einfach mit dem Popo tief und springen nach oben. Springen nach oben und holen die Äpfel. Hoch, ganz tief, hoch und dann legen wir sie in den Korb. Runter, hoch, hoch, genau. Hoch springen. Holt die besten Äpfel. Die besten Äpfel hängen ganz oben. Und wir springen nach oben. Yes! Hört nicht auf. 8. 7. 6. 5. Und wir hauen noch 4. 4. 3. 2. 1. Wir gehen. Gehen. Super. Sehr gut. Ich glaube, wir haben alle Äpfel runter. Sehr gut gemacht. Und wisst ihr was? Der Zaun hinter uns sieht gut aus, der ist schön weiß, aber vor uns, der muss noch ein bisschen Farbe bekommen, okay? Den streichen wir jetzt an mit weißer Farbe. Okay, dazu stellen wir uns breitbeinig hin, nehmen den Pinsel und pinseln. Von oben nach unten, den ganzen Zaun von links nach rechts. Pinsel, 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 Pinsel. Schön anstreichen und gleich machen wir es schneller. Erstmal noch langsam, ganz entspannt von oben nach unten den Pinsel schwingen, damit der Zaun in unserem Garten richtig schön aussieht, okay? Achtung, jetzt gleich wird es schneller. Seid ihr bereit? Los geht's. Rauf und runter, so schnell ihr könnt. Die Arme, den ganzen Zaun, rauf und runter. Cool, nicht aufhören. Hoch. Und die letzten 4. 4. 3. 2. 1. Und wir gehen. Cool. Ich glaube, der Zaun wird sehr, sehr gut aussehen, Freunde. Unser ganzer Garten ist fertig und ihr seid auch fertig mit diesem Workout. Sehr gut gemacht. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und das Video teilt und den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr nichts verpasst in Zukunft. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao, euer Norbert. Ciao, ciao.